Geocache Styli. Und jetzt haben wir was. Guckt euch das mal an. Wenn wir geocachen, ja, es gibt ja bei Geocachen Muckels, Leute. Die dürfen nicht sehen, wenn wir einen Cache holen, ja. Dann switcht es jetzt. Dann haben wir einen Muckelschutz. Gut oder gut? Und die letzten Male hatten wir doch nie was zu trinken dabei, ne? Gut oder gut? Wir haben ja schon mal Geocache gestylt, aber ohne Rad, ne? Oh, Kopfsteinpflaster. So, ich glaube, wir sind am ersten Spot, der auch sehr ein sehr geschichtlicher Spot ist. Folgendermaßen. Wir haben natürlich hier Dinge, ne? Hinweise. Ein einfacher Cache, magnetisch. Da müssen wir gucken, dass hier keine Muckels sind. Ne? Ich habe gelernt. Ich guck mal, wo der ist. Und wenn ich nah dran bin, dann mache ich auf jeden Fall den Muckelschutz rein. Wisst ihr, was ich meine? Ich sag euch, wie es ist. Ich glaube, wir sind sehr nah. Und wir können dann natürlich gucken, ihr seht. Man kann gucken, wie die Aktivitäten waren von den Leuten, wer was geschrieben hat. Manchmal sind die ja geklaut, so, ne? Aber am 14.07., wie viel haben wir heute? 14.07. wurde der Bums das letzte Mal gefunden. Und die Sache ist, wir können dann hier navigieren. Aber die GPS-Styles sind jetzt nicht rosig. Dreht öfters mal ein bisschen durch, ne, der Kladderadatsch. Also ich könnte mir vorstellen, dass das hier ist, weil irgendein Hans-Peter dieses Ding kaputt gemacht hat. Den Zaun, das ist natürlich nicht geil. Man sollte natürlich nichts kaputt machen, ne. Ich sage euch, wie es ist. Er sagt 1 Meter und dann sagt er mal wieder 8 Meter, Leute. Brutal, oder? Magnetisch. Also ein Baum fällt schon mal raus, ne. Das sind Muckels. Okay, ich habe noch eine Idee. Oh shit, Leute. Ich hab es. Wir haben's. Und wir laufen jetzt kurz. I got it. Wir laufen ganz elegant. Gucken, ob kein Muggel da ist. Erste Cache für heute. Ding ist am Start. Größer als gedacht, ne? So sind die Logbücher. Oh, warte mal, das sind Leute. Muggel-Alarm. Hier ist übrigens ein sehr historischer Spot. Wir sind hier am Gleis 17. Wir suchen den nächsten. Habe ich auch noch nie gesehen, das Schild. Habt ihr das gesehen? Da stand Fußgänger, Radfahrer, Skateboarder. Nehmt Acht aufeinander. Na klar. Hey, ich habe gedacht, mit 41 fangen wir wieder an zu skaten. Was sagt ihr? Gute Idee oder schlechte Idee? Irgendwie habe ich voll Bock, Skateboard aus dem Keller zu holen. Aber ich weiß nicht, ob man sich da die Kauleiste rauszwirbelt. Hier hat derjenige gar keinen Hinweis gegeben. So, wir sind direkt an der Autobahn. Aber ich habe eine Idee. Was ist, wenn die erste Idee jetzt direkt trifft? Was sagt ihr? Dann wär schon Checkpoint, oder? Ja, hier ist natürlich sehr befahren, ne? Da muss man aufpassen. Wir haben gerade ein Zeitfenster von vielleicht 30 Sekunden jetzt. Schnell hingerannt. Oh shit, Leute. Auf Undercover-Modus. We got it. Schraubst du auf, dann sind Logbücher drin. Warte. Da ist ein Logbuch drin. Man muss natürlich, man guckt natürlich, dass jetzt nicht jeder das mitbekommt, ne? Weil es auch Leute gibt, die das halt wegmachen oder wegschmeißen. Da trägst du dich dann ein mit Datum. Der letzte war 10.07. Hier knallen wir jetzt 16.07. rein und Bartscherer. Und ab geht die Luzi. Und dann loggst du das halt in der App. Und dann in der App kannst du sehen, wie viel du schon geloggt hast. Da gehen wir hier auf Locken. Gehst auf gefunden. Und dann geben wir ein sehr schön gepflegter Cache. Du kannst was dazu schreiben, musst aber nicht. Danke dafür. Und hier siehst du, was in Berlin oder in der Gegend abgeht. Guck mal. Noch Fragen?